Musik zu Peter Grimes ist eine ganz faszinierende Angelegenheit. Es hat vor allen Dingen Naturschilderungen, Beschreibungen von Meer, von Wind, von Sturm, allem, was man so begegnet, wenn man sich am Meer aufhält. Diese vier berühmten Sea Interludes, die sind hier wunderbar eingewoben und machen einen wunderbaren Übergang dann auch zur nächsten Szene. Hat eine ganz wichtige Funktion. Für mich steht der Chor sinnbildlich natürlich für das Volk. Und werden dann zum unglaublichen Mob dieser Stadt. Dieser Mob, der ist sagenhaft komponiert worden. Also es ist eine unglaublich schöne Aufgabe. Ich glaube, der Chor hat auch sehr viel Spaß dran. Sehr glücklich über die Wahl von Vincent Wolfsteiner in der Titelpartie. Wir haben Farben gefunden, die ich glaubte, aus ihm nicht herauszubekommen. Und bin ungeheuer dankbar, dass ein Ensemblemitglied aus der Oper Frankfurt diese Hauptpartie singt. What dreaming builds, what dreaming can be strong, that fingers that themselves to tear it down. Mich interessiert an der Rolle in erster Linie die Vielschichtigkeit, die vielen psychologischen Ebenen, auf denen sich der Peter Grimes bewegt, von der angefangenen leichten Glückseligkeit sogar an einigen Stellen bis hin über die Wut, die Verzweiflung, den Hass, den er gegen sich und den er gegen die Gesellschaft aufwirft. Mein Peter Grimes ist eine Figur, die mit sich selber hadert. Er hat verschiedene Ambitionen, die sind sehr stark in ihm ausgeprägt. Er will alles erreichen, er kann Scheitern nicht akzeptieren. Und genau wegen dieses Ehrgeizes scheitert er. Und ich hoffe, dass wir sehr deutlich zeigen können, wie immer wieder so diese Anflüchte von Wunsch und von Ehrgeiz da sind. Ist wie einige der Symbole, muss man schon fast sagen, und nicht nur Figuren in Peter Grimes, einer seiner Haltepunkte. Er glaubt, er träumt in gewisser Weise, dass sie so etwas leicht Verklärtes ist. Und in dem Augenblick, wo sie ein normaler Mensch ist, sprich sagt, etwas klappt nicht oder etwas kann nicht erreicht werden, dreht sich das Ganze in entweder Verzweiflung oder sogar ein wenig in Hass um. I've wanted to do Peter Grimes all my life. It's the great British opera tragedy, certainly of the 20th century, probably could be considered the greatest British opera that's ever been written. This particular moment in time, this terrible, appalling Brexit moment, there's something else. Can one really say now, at this point in world history, that one can be alone,
there's Peter on the one hand, who for whom that is almost a spiritual question. That's a question about how he views the world. He's a sort of poet in a prosaic universe. But more, you could say this of the entire community in Peter Grimes, they only can have things the way they want them. And they have definitely this thing, which we're hearing a lot in the British press at the moment, the will of the people. The will of the people is a terrifying thing, because it means that who isn't the will of the people is really an enemy of the people. I'm horrified and surprised how, in fact, there has now been this huge backlash against the individual who is different. It is such a contemporary modern piece, it's terrifying.